Kusch, Kusch! Tut mir leid für euch, aber ihr bekommt die Schildkröten nicht. Die Schildkröten überqueren die Straße. Chase, die Autos. Ein klarer Fall für Chase. Tut mir leid, Umleitung. Hier ist vorübergehend eine Meeresschildkrötenüberquerungszone. Schildkrötchen, schön zusammenbleiben und zügig die Straße überqueren. Wieso haben die Schildkröten denn ihre Eier bloß hier drüben abgelegt? Schildkröten legen ihre Eier jedes Jahr am selben Platz ab. Wahrscheinlich gab es diese Straße hier früher gar nicht. Vielleicht sind sie früher durch diesen Gully gekrochen. Unter der Straße hindurch bis hierher, durch diesen Tunnel. Aber jetzt ist er mit Sand blockiert. Kannst du ihn freimachen, Rubble? So sicher, wie ich mich beim Bauchkraulen auf den Rücken werfe und winde wie ein Wurm. Natürlich kann ich das. Wenn Rubble den Tunnel wieder freigemacht hat, müssen die Schildkröten nie wieder die Straße überqueren, um ins Wasser zu kommen. Packen wir es an! Oh nein! Ein Sturm! Riesige Wellen! Das Schiff kentert! Oh, was machen die kleinen Schildkröten denn hier am Wasser? Seht mal, ich habe sie gerettet. Wieso hast du die Schildkröten zurückgebracht? Sie wollten gerade direkt ins Wasser gehen. Da gehören sie ja auch hin. Ins Wasser? Ja, Meeresschildkröten verbringen einen Großteil ihres Lebens im Wasser. Rubble baggert den Tunnel unter der Straße wieder frei, damit sie sicher ins Meer kommen. Oh, dann bringe ich sie schnell wieder zurück. Warte, Alex. Weißt du noch, was Katie gesagt hat? Man sollte die Schildkröten nicht berühren. Kein Mensch und kein Fellfreund sollte sie anfassen. Sie schaffen das allein. Los, Schildkröten, los! Die Öffnung ist zu klein für meine Baggerschaufel. Dann kriegen wir den Tunnel nicht frei? Ich sagte zu klein für meine Baggerschaufel, aber doch nicht für die Rubble-Spezialschaufel. Haut ab, ihr blöden Möwen! Oh, das ist doch Zumas Surfdingsbums. Alex Potter, Surfdingsbums, Weltmeister! Sky, ich kann ja nicht hinsehen. Sie hat ihn. Ich wusste, sie schafft es. Ja! Ja, Sky! Ja. Tolles Manöver! Ja, Sky! Gerettet! Du hast es geschafft. Ich hatte ja solche Angst. Ich meine, echt toller Flug. Ja, du hast mich gerettet, Sky. Gern geschehen. Das war ja mein Job. Oh ja, genau da. Rubble, du hast es geschafft. Gut gemacht. Jetzt haben die Schildkröten für viele Jahre einen sicheren Weg zum Meer. Leute, seht mal. Sie benutzen den Tunnel. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Wird die Paw Patrol gebraucht? Gebt laut! Ja! Fellfreunde, ihr habt euch einen Strandtag verdient. Ihr Klammer seid ganz groß. Was wären wir ohne euch bloß? Jetzt ist zu spielen Zeit, kein Notfall weit und breit. Was ist los, Alex? Da ist was in meiner Hosentasche.